deinem Leib. Niemals werde ich dem Denken des anderen ganz und gar begegnen. Stets ist es der Leib, der uns zunächst begegnet, und die Einfühlung in den anderen nimmt den Weg vom Leib zum Geist. Ich werde den anderen niemals denken können. Ich kann denken, dass er denkt, und das entspräche einer Projektion. Denn wieder bin ich es, der sich in den anderen reinsetzt. Aber ich bin mir sicher, dass die wahrnehmende Welt des anderen auch meine Welt ist. Denn, zitiere Merleau-Ponty, ich wohne seinem Sehen bei. Zitat Ende. Ich kann mir zwar nie sicher sein, dass der andere im Raum diese Tür sieht, aber ich kann mir sicher sein, diese Tür vom anderen gesehen wird. Denn es ist schwerlich zu bestreiten, dass wir unsere Wahrnehmung gemeinsam auf etwas beziehen. Jedoch, ich kann nicht sicher sein, dass der andere denkt. Ich zitiere, wenn der andere für mich existieren soll, dann muss dies zuerst unterhalb des Denkens der Fall sein. Zitat Ende. Wenn ich meine Welt mit einer anderen Leiblichkeit verbinden will, steht dies nach Merleau-Ponty ohne Introjektion von ich denke über den anderen das. Der schreibt weiter, der Mensch kann das alter Ego hervorbringen,